Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Benny und Jenny. Oh, ist ja auch süß. Benny und Jenny. Bonnie und Clyde. Hallo Martin, hallo Melanie. Seit circa einem Jahr schauen wir intensiv euren Blog und habe euch mittlerweile sogar schon im Outlet besucht. Übrigens, danke für das Foto. Dies wird auch nicht das letzte Mal sein. Spätestens beim nächsten Outlet oder Teichbau. Aufgrund der Nähe beziehen wir im geringen Maße Koi bei. Bei der geringen Größe der Koi, der hohen Preise und der schwankenden Qualität lohnt es sich meist aber nicht. Oh, das war jetzt gegen Händler, aber ich habe den Namen nicht erwähnt. Dennoch haben wir einen Tanzschutzhanke dort gekauft und bei ihm wurde uns mitgeteilt, dass der rote Fleck irgendwann komplett verschwindet. Ist dies echt so? Ja, liebe Jenny, lieber Benny, Tanzschu und der Verlust des Tanzschus, das ist ein großes Thema im Koi-Hobby. Man kann aber eines nicht, man kann es nicht verallgemeinern, man kann es nicht pauschalisieren, dass man sagt, es ist immer so. Ja? Also ich möchte mal sagen, wenn ich jetzt schätzen müsste von allen Tanzschuss, die ich in meinem Leben verkauft habe, würde ich sagen, es haben wahrscheinlich irgendwo 20% ihr Tanzschuss irgendwann verloren. Vielleicht waren es auch 25%. Wenn ich mir jetzt aber, und die Tanzschuss sind ja in der Regel keine Koi, die gezüchtet werden, sondern es ist ja ein Nebenprodukt, oder es ist nur eine Zeichnungsvariante, die bei der Zucht des normalen Kohaku, des normalen Sanke oder des normalen Showa auftaucht. Wenn ich mir jetzt gleichzeitig überlege, wie viel Kohaku, Sanke, Showa haben tatsächlich komplett ihre Zeichnung verloren, dann sind es dort vielleicht 10-15%. Also ich möchte mal sagen, Tanzschus verlieren doppelt so häufig ihre Farbe, zumindest ihre Kopffarbe, wie es ihre Geschwister tun, die gleichzeitig auch noch ein Körperrot haben. Wenn ihr wissen wollt, ob die Gefahr groß ist oder ob sie nicht so groß ist, dann müsst ihr euch das Tanzschu auch beim Kleinfisch ganz genau, geht ganz nah hin, guckt es euch ganz genau an und achtet dann nur auf den Rand außen. Der Rand einer Zeichnung heißt Kiva. Das Kiva sollte möglichst scharf sein und scharf heißt nicht nur in der Abgrenzung scharf, sondern es sollte auch kein Farbübergang da sein. Wenn am Kiva, also wenn wir jetzt das Rot des Tanzschus sehen und wenn das dann quasi über verschiedene Orange- und Gelbtöne ins Weiß der sonstigen Kopfhaut überläuft, dann ist die Gefahr größer, dass sich das Tanzschu verliert, als wenn das Rot wirklich in einem Farbton bis zur Grenze geht und dann eine zack, scharfe Grenze und dann das Weiß kommt. Genauso ist es gefährlich oder das Allergefährlichste ist, wenn ihr euch die Grenze des Tanzschus ganz genau anschaut und ihr seht dann, dass die Grenze außen nicht eine gerade Linie oder eine gebogene Linie bildet, sondern dass sie so gezackt ist. So, dieses Zacken kann im Prinzip schon ein beginnender Farbverlust sein. Und in 99% aller Fälle des Farbverlustes, egal ob am Kopf oder am Körper, beginnt der Farbverlust eh von außen nach innen. Also immer vom Zeichnungsrand her. Beginnt es von innen, dann ist es manchmal oder in vielen Fällen dann auch so, dass der Fisch sich dort irgendwann mal verletzt hat. So, vielleicht hat aber auch der Verkäufer beim besagten Zooladen gemeint, dass es nicht sich auf alle Tanzschu bezieht, so könnte man es lesen. Vielleicht hat er den Tanzschu im Speziellen angeschaut und hatte mitunter die Kompetenz zu sehen, dass das nicht das stabilste Rot ist und wollten euch einfach darauf vorbereiten, dass zukünftig der Tanzschu vielleicht kein Tanzschu Sanke mehr ist, sondern dann ein Shirobeko. Wenn er eine schöne schwarze Körperzeichnung hat, hat man zumindest noch einen Koi mit einem ästhetischen Wert und vor allem mit einer Varietätszugehörigkeit, die sich dann einfach von Tanzschu auf Beko verändert hat. In diesem Sinne, danke für die Frage und bis zum nächsten Outlet. Macht's gut. Ciao.